Wie funktionieren Teufelsfrüchte? Und wie kann man seine Teufelsfrucht erwecken? Und wo kommen sie eigentlich her? Gab es einen Baum der Teufelsfrüchte oder vielleicht sogar drei verschiedene? Oder kommen sie vielleicht sogar vom Mond? Das und vieles mehr heute in der 8. Ausgabe vom großen One Piece Podcast. Ja Leute, der Podcast ist zurück aus der Sommerpause und ich versuche dieses Format jetzt wöchentlich oder zweiwöchig zu bringen. Wenn ihr das gut findet, dann gebt dem Video erstmal einen Daumen hoch, dann sehe ich, dass ihr wirklich Bock auf Podcast habt, weil es ist wirklich viel Aufwand und auch viel Skriptarbeit und viel mit den Leuten. Es ist natürlich immer über eine Stunde, die für jeden drauf geht und ich habe heute wieder phänomenale Gäste, wo wir über das spannende Thema Teufelsfrüchte reden. Und zwar habe ich dabei einmal den guten Akata, der immer dabei ist, der jetzt wieder richtig loslegt auf seinem Channel. Der gehört einfach zu dem Standardinventar hier dazu, den kennt ihr. Und wen ich noch dabei habe, ist natürlich Ruffy, den Dragon Ball YouTuber, will ich fast schon sagen, der auch One Piece auf seinem Channel viel vertritt. Deswegen guckt bei ihm vorbei, der hat ein geiles Haki-Video letztens hochgeladen. Dann habe ich noch den Myrolox dabei, ein Urgestein der One Piece-Szene. Und der legt jetzt bei sich auch wieder richtig los. Der hatte eine kleine Pause, aber ist jetzt wieder am Start und wieder fleißig. Er ist bekannt für seine Teufelsfrucht-Analysen und auf jeden Fall lohnt es sich, bei ihm mal vorbeizugucken und vielleicht sogar ein Abo dazulassen, Leute. Dann habe ich natürlich noch den guten One Piece Tuber dabei. Der darf nicht fehlen, der gehört zum Podcast auch mit dazu, hat sehr viel Ahnung und lädt in einer hohen Frequenz seine One Piece Videos hoch und es lohnt sich auf jeden Fall auch dort vorbeizugucken. Alles wirklich geile YouTuber, die ich auch wirklich selber konsumiere und selber mit denen befreundet bin. Wie gesagt, falls ihr sie noch nicht kennt, guckt in der Videobeschreibung nach. Und wir werden gleich über das Thema Teufelsfrüchte über eine Stunde philosophieren. Wir werden richtig spannende Themen bearbeiten. Aber bevor es losgeht, will ich noch einmal klarstellen, was Teufelsfrüchte sind. Das Vorwort zu dem Podcast. Und zwar geht's jetzt los. Teufelsfrüchte, auch der Schatz der Meere genannt, verleiht denen, die sie essen, eine einzigartige Fähigkeit, Leute. Und zwar sehen sie so aus wie normale Früchte, aber mit so komischen Mustern. Und in dieser Frucht schlummert die Seele einer Teufelskraft, die von dem vorherigen Nutzer in die Frucht reingegangen ist, kann man so sagen. Es wird auch von dem Zyklus der Teufelsfrucht gesprochen. Und zwar, Leute, haben wir bis jetzt gesehen, nur bei Ruffy, Buggy, Chopper, Eki, Khalifa, Momonosuke, Law, Sabo, wie sie eine Teufelsfrucht gegessen haben. Das sind alle Charaktere in der gesamten Serie, wo wir gesehen haben, wie sie eine Teufelsfrucht essen. Starten wir dann auch mit dem gröbsten Thema und zwar erstmal, welche Teufelsfruchtarten bzw. welche Teufelsfrüchten es überhaupt gibt. Und natürlich, wir kennen die drei Grundarten, das sind Paramecia, Logia und Zoan, also Paramecia-Früchte, die sehr vielseitig sind. Wir haben viele verschiedene Früchte, die enorm Einfluss auf die Umwelt ausüben können, aber teilweise auch enorm geringen Einfluss haben. Dann haben wir Logia-Früchte, sie spiegeln oft ein Element dar, Grundelemente wie Feuer, Wasser, na gut, Wasser jetzt logischerweise nicht, aber solche Grundelemente halt. Und Zoan-Früchte, die Tiere darstellen. Die Sache allerdings, die wir auch relativ früh gemerkt haben, dass es da nochmal gravierende Unterschiede gibt. Natürlich in den Kräfteleveln, wie wir es auch eben schon bei Paramecia kurz angedeutet haben, heißt also, es gibt Paramecia-Früchte wie die Bebenfrucht, die einen enormen Impact haben und es gibt halt Früchte, die fast gar keine Auswirkungen haben und es gibt auch verschiedene Grundarten, denn zum Beispiel bei den Zoan-Früchten ist es uns geläufig, dass es mystische Zoan-Früchte gibt, das heißt mystische Kreaturen, die dargestellt werden, wie zum Beispiel ein Phönix oder auch antike Zoan-Früchte, die halt ja gewisse antike Kreaturen darstellen, die im Moment ausgestorben sind, also Mammuts und so weiter und so fort, und so hat man halt verschiedenste Weisen, Teufelsfrüchte darzustellen, und das würde auch der beste Einstieg zu diesem Thema sein. Und zwar, glaubt ihr, dass es außerhalb von diesen Zoan-Arten zum Beispiel auch noch andere Möglichkeiten gibt, Teufelsfrüchte auszubauen, beziehungsweise auch andere Arten, vielleicht auch im Logia-Aspekt oder im Paramecia-Bereich? Ja, gerade bei Logia ist es halt eine sehr interessante Sache, weil Logia-Früchte sind ja die Früchte, die immer gefürchtet waren. Und mit der richtigen Einführung vom Haki mit der neuen Welt und so, sind die Logia-Nutzer, ich sag mal, ein bisschen mehr auf sich gestellt. Die müssen mehr rausholen. Und wir als Zuschauer haben nicht so wirklich gesehen, ich sag mal, wie ein Logia-Nutzer komplett an die Grenzen geht. Deswegen denke ich, dass auf jeden Fall was möglich ist, ist aber ein bisschen schwer zu sehen, weil bei den Zoan-Früchten ist es natürlich so, man hat das Tier, man hat die Mischform sozusagen, deswegen ist da mehr Potenzial drin. Bei den Logia-Früchten sind es halt nur
nur die Elemente und man kann vielleicht dann das ein bisschen anpassen, ein bisschen stärkere Attacken raushauen, aber ob da jetzt eine andere Form oder so da ist, ist halt noch dahingestellt. Aber ich denke, auf jeden Fall bei Logia-Früchten wird es immer was geben. Zum Beispiel ein kleines Beispiel aus Avatar, da gab es ja auch Feuerbändiger, die konnten dann auch irgendwie Blitz verwenden. Vielleicht wäre dann sowas ganz interessant, wenn man dann irgendwie sowas verbinden könnte. Ja, glaubt ihr, dass es vielleicht noch eine andere Teufelsfruchtart gibt, von der wir noch nichts wissen, dass vielleicht die Weltregierung irgendwie was, ja, verheimlicht oder sowas, eine vierte Art sozusagen, dass das vielleicht der Schatz von Mary Jo ist oder irgendwie sowas? Also, meine persönliche Meinung nach glaube ich nicht, dass es sowas gibt, denn im Grunde ist alles abgedeckt. Mit Zoan sind so diese ganzen Tierwesen bzw. alle Tierarten, Säugetiere und sowas im Grunde abgedeckt. Und Paramecia grenzt ja so mit das meiste ein und Logia sind halt die ganzen Elemente. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass es noch eine komplette vierte Art gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eine künstliche Teufelsfrucht gibt, die vielleicht so eine vierte Art symbolisieren könnte bzw. ein bisschen aus der Reihe tanzt. Oder vielleicht mehrere Sachen kombiniert oder sowas. Oder dass es auch ja, eine Teufelsfrucht gibt, die halt weit über dieses Spektrum hinausgeht. Also eine Paramecia, die ja vielleicht auch noch ein bisschen in die anderen Bereiche reingeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett eine vierte Art nochmal gibt. Es gibt ja auch die Theorien mit Engelsfrüchten und sowas. Aber ja, ich weiß nicht, das ist sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass es noch wirklich so eine komplette vierte Art gibt, wo man sagt, okay, es gibt nochmal so 50 Leute oder so, die nochmal eine ganz andere Art auf einmal haben. Ja, man muss ja auch sagen, die künstlichen Zoan-Dinger, die sind ja eigentlich schon so fast wie eine eigene Art, weil die wirken ja auch anders als eine normale Zoan. Also könnte man eigentlich sagen, dass Vegapunk da schon eine eigene Art kreiert hat. Was ich aber auch noch sagen muss, ist, dass Paramecia-Früchte eigentlich, finde ich, nach dem Timeskip die interessantesten geworden sind, meiner Meinung nach. Vor dem Timeskip und so und bevor das Haki so eingeführt wurde, war mal meiner Meinung nach Logia so, ja, overpowered und sie wurden ja auch als stärkste aller Teufelsfrüchte so genannt, also allgemein die Logias und gerade die Yami Yami Nomi von Blackbeard wurde auch als stärkste Teufelsfrucht halt so betitelt. Aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel einer mit so einer Haki-Faust gegen Blackbeard kämpfen würde, wenn er seinen Black Hole da anhat und ich weiß nicht, ob er dagegen schlagen könnte oder dass das vielleicht auch aufgesaugt wird, was denkt ihr? Also ich finde, du hast da erstmal ganz recht, dass du halt gesagt hast, dass sie so mehr in Szene gesetzt wurden, die ganzen Paramecia-Teufelskräfte. Aber ich schätze mal, ich finde, für mich persönlich sind halt die Logia-Teufelskräfte immer noch ziemlich wichtig und ziemlich auch mysteriös, besonders weil wir beispielsweise noch nicht gesehen haben, wie das Erwachen beispielsweise aussieht. Bei den Paramecias können wir uns das so ein bisschen vorstellen, genauso wie bei den Zoans. Aber bei den Logias, das ist ja so ein schon ziemlich breit gefächertes Thema und da kann man halt nicht wirklich sich was da raubleiten. Mit dem Logia-Erwachen hast du eigentlich einen guten Punkt angesprochen, weil genau dadurch könnte man halt was schaffen, was nochmal viel, viel stärker ist als die normale Logia, ist ja klar, ist ja das Erwachen. Trotzdem muss ich sagen, ich denke, die Paramecia sind wirklich die stärksten Früchte, weil sie halt so vielseitig sind, weil es halt viele verschiedene gibt. Es gibt halt Früchte wie die von Whitebeard halt, die unglaublich stark ist. Dann gibt es auch Früchte, die nicht so stark sind, zum Beispiel von hier, wie heißt die nochmal, von Buggy, die eine, Alvida, genau. Von der die Frucht ist wahrscheinlich nicht so toll, sag ich mal, aber man kann aus Paramecia-Früchten meistens sehr, sehr viel raushauen. Und ich denke auch, dass die Früchte, die die Welt zerstören können, auch in dieser Paramecia-Gattung drin sein werden. Und deswegen denke ich eigentlich, dass die Paramecia-Früchte am mächtigsten sind, aber auch Früchte haben, die schwach sind. Bei Logia-Früchten ist es ja so, dass eigentlich jede Logia-Frucht sehr, sehr stark ist, weil jede sehr, sehr gut nutzbar ist. Ich schließe mich da auch Raffi an. Ich denke, gerade da auch sind die Paramecias auf jeden Fall stark herausstechend. Ich glaube auch, dass wir in den letzten Arcs immer wieder gesehen haben, dass auch die Zoan-Früchte, die man immer so als schwächste Früchte gesehen hat, viel nachholen können, weil es halt auch viele Leute gibt, die zum Beispiel wie Jack oder so noch mit einer antiken Frucht um die Ecke kommen und da auf jeden Fall noch einiges zu bieten haben. Und dann gibt es ja auch immer wieder so Extras wie die Zwischenformen bei den Zoan-Früchten und sowas. Und bei den Logias, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber nach den Timeskip und gerade jetzt, wo viele das Haki für sich entdeckt haben, denkt man halt, dass der Logia-Aspekt für viele nicht mehr nutzvoll ist, beziehungsweise, dass es halt einfach nicht mehr viel bringt. Und da jetzt etwas reinzuwerfen, wie das Erwachen einer Logia-Frucht, womit man ja dann auf einmal wieder alles umwerfen würde, denn Logia-Früchte, es gibt nicht so viele davon und es wurde immer gesagt, dass es die stärksten Früchte sind und ich denke, damit könnte man auch mal zeigen, dass es auch wirklich die stärksten Früchte sind, weil so wie es im Moment dargestellt wird, stechen die Paramecia halt einfach am mächtigsten heraus. Ja, also ich denke auch, das Erwachen der Teufelsfrucht, das ist eigentlich auch noch so ein Thema, was ich ansprechen wollte heute. Und jetzt können wir das, bei den Logias können wir schon mal drüber reden. Und ich glaube, dass das Erwachen einer Logia sich auf das gesamte Klima der Insel auswirkt, wie wir es Punk Hazard zum Beispiel gesehen haben. Ich glaube wirklich, dass es bei Paramecia so ist, dass ich, ja, dass man
die Umgebung mehr oder weniger beeinflussen kann, zu der Fruchtart, die man hat, irgendwie, wie wir es gesehen haben, mit den Fäden. Er konnte ja auch auf den Fäden sogar Haki machen. Ich glaube zum Beispiel, dass das mit der Gummifrucht von Ruffy auch irgendwie so ist, dass er alles aus Gummi machen kann, das aber auch kontrollieren kann, sozusagen die Umgebung. Also zum Beispiel eine Faust aus dem Haus rauskommen lassen, so, weil er das Gummi halt kontrollieren kann. Und das auch mit Haki übermanteln, weil das würde einfach Sinn machen, wie wir es jetzt auch bei Doflamingo gesehen haben. Also ich denke, bei Paramecia-Früchten ist es eigentlich schon so, wie wir es jetzt auf Dressrosa gesehen haben. Bei Logia-Früchten denke ich, dass wenn man die erwacht, dass man einfach auch das komplette Gebiet, wie wir es halt auf Punk-Hazard gesehen haben, zu deren Element machen kann. Hälfte, Hälfte und dann auch, ja, sich zu sagen, ich will nicht sagen, aber so, stell mal vor jetzt, Akainu hat die Hälfte der Insel zu Magma gemacht, zu Lava und kann verschwinden im Boden und rauskommen, wo er will, die ganze Zeit. Und ja, so stelle ich mir das vor. Und dass die Gezeiten sich dann halt auch für lange Zeit verändern. Ja, kommt drauf an, wie stark der Nutzer letztendlich ist, aber so könnte ich es mir vorstellen. Was glaubt ihr denn, wie das so ist mit den, ja, Erwachen? Finde ich diesen Grundgedanken eigentlich ganz gut, aber ja, da gibt es da so ein paar Sachen, die halt meiner Meinung nach nicht so übereinstimmen. Beispielsweise da die Lichtlogia. Man kann da ja beispielsweise nicht das ganze Gebiet in Licht verwandeln, das wäre ja ein bisschen komisch, finde ich. Oder beispielsweise Blackbeards Logia. Ja, zwar ist Blackbeards Logia nicht gerade wirklich so Dunkelheit, sondern mehr so ein schwarzes Loch, aber auch das wäre irgendwie viel zu krass, wenn einfach so ein ganzes Gebiet auf einmal so ein ganzes schwarzes Loch ist. Ja, bei Blackbeard war das ja so, dass sich das so wie Feuer so ausgebreitet hat. Da könnte ich es mir eher vorstellen, aber bei der Lichtfrucht wäre es ein bisschen komisch. Ich habe mir das so vorgestellt, bei der Lava zum Beispiel, ich kenne bestimmt noch die Schwimmfrucht, wenn die Gegend dann Lava ist, kann er halt da drin verschwinden. Das ist so das, was man sich direkt denkt. Aber warum haben wir es bis jetzt dann bei niemandem gesehen? Könnte sein, dass Oda sich das einfach aufhebt. Aber ja, so dieses Beispiel mit Kizaru war eigentlich richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, weil wenn eine Logia-Frucht erwecken kann, oder es geht halt einfach nicht, weil diese Logia-Frucht an sich schon sehr stark ist, weil man halt nicht geschlagen wird, wenn der Gegner natürlich keinen Haki hat. Ich glaube, das ist die einzige große Stärke und das hat eigentlich kein Erwachen, ist so mein Gedanke. Und wenn es ein Erwachen hat, dann sowas wie eine zweite Form, aber ja, sowas wie bei Ene zum Beispiel, dass jede Logia-Frucht dann sowas in der Art hat und dass zum Beispiel Kizaru, der gelbe Affe, sich in so einen gelben Lichtaffen verwandeln kann, keine Ahnung, sowas in der Art, oder dass Sabo irgendwie so ein Drache werden kann oder so, auch wenn das komplett übertrieben und komisch klingt. Aber da muss ich mal einhaken, also ich finde das überhaupt nicht widersprüchlich. Ich denke, also Jans Aspekt finde ich enorm gut. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Akainu und Kusan beide ihre Früchte erwacht haben und aufgrund dessen auch das Klima da jetzt permanent so herrscht. Denn eigentlich müssten ja aufgrund der warmen Temperaturen auf der anderen Seite das Eis auch schmelzen, aber das tut es nicht. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass beide Nutzer ihre Frucht erwacht haben. Und bei anderen Leuten ist das dann genauso gut möglich, denn als Beispiel nehmen wir jetzt mal Karibu oder so, der könnte ein Sumpfgebiet erschaffen, was logisch wäre und dann würde das da bleiben oder so ein Moorgebiet. Aber zum Beispiel bei Smoker wäre es ja komisch, weil Rauch verzieht sich ja nach einer Zeit. Und da denke ich halt, dass jeder Logia-Nutzer für sich auch eine gewisse Varianz hat. Also ich denke nicht, dass jeder Paramecia-Nutzer die Umgebung beeinflussen kann, so wie es Doflamingo kann, weil das einfach nicht funktionieren würde, weil so viele Paramecia-Früchte gar keine Kooperation mit der Umwelt halt eingehen können, weil es unmöglich da ist. Also man kann nicht einfach mal so die Gravitationsfrucht, ich meine klar, man kann alles irgendwo hinziehen, aber das war's ja auch. Man kann ja nicht irgendwie da so noch ein bisschen Spielraum dazu bringen. Und ich glaube, so ist das bei den Logia-Früchten auch, denn wir haben zum Beispiel Blackbeard und Blackbeard hat auch eine Logia-Frucht und diese Logia-Frucht ist wieder ganz anders wie jede andere. Es ist quasi wie eine mystische Zoan-Frucht, nur im Logia-Bereich so ungefähr. Und so denke ich auch, ist das mit den Erwachen. Das heißt, Kizaru und Smoker und so, die werden alle ein gewisses Erwachen, denke ich, haben oder so ein Stadium erreichen können, aber sie sind halt nicht in der Lage, das so wie Kusan oder wie Akainu zu machen, wenn das das Erwachen ist. Aber ich denke auf jeden Fall, dass das da auch gut möglich ist. Ja, und bei den Zoan-Früchten wissen wir auch schon, was Sache ist. Das wurde ja als erstes schon so angekündigt von Crocodile, jetzt so in Impeldown. Ich finde, da ist es ein bisschen, ich will nicht sagen am billigsten, aber Zoan-Früchte haben echt den kürzeren gezogen, würde ich fast schon sagen. Dass die Regeneration und eigentlich die Schnelligkeit nur irgendwie stärker wird und die Kraft. An sich ist das eigentlich nur so ein Stärke-Buff und Schnelligkeits-Buff oder irgendwie so. Keine Ahnung, aber was denkt ihr zu Zoan-Früchten? Oder meint ihr, dass da noch mehr ist? Also die Zoan-Früchte sind ja an sich, ich würde schon sagen, eher basic. So, das ist halt ein Tier, Punkt, mehr ist halt nicht dahinter. Das ist halt sehr, sehr basic gezeigt worden und deswegen waren auch wahrscheinlich die Zoan-Früchte die Früchte, die zuerst gezeigt worden sind, wie das Erwachen aussehen kann,
weil die halt basic sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht so ist, dass da auf jeden Fall noch mehr dahinter ist, dass es halt was damit zu tun hat, wie der Nutzer drauf ist. Oder dass die mystischen und antiken Früchte die wahren Mächte sind der Zoan-Kategorie, dass die dann halt viel, viel stärker sind, weil da wird es bestimmt noch einiges geben. Es gibt sehr, sehr viele Mythologien, es gibt sehr, sehr viele Tiere davon, da kann man sehr, sehr viel rausholen. Ich meine, wir haben einen Marco, von dem wir die Frucht, ich sag mal, leicht gesehen haben, und über den rätseln wir auch so krass rum, dass er halt wieder auferstehen kann und. Deswegen, vielleicht ist es wirklich so, dass es bei den Zoan so ist, dass es halt diese mystischen und antiken sind, die halt gut sind, wie bei den Paramecia, dass es halt die Beben-Beben-Frucht gibt, die Gungung-Frucht, die ziemlich krass sind, und dann halt auch die anderen Früchte, die nicht so gut sind. Also es gibt immer gute und schlechte Früchte eher gesagt, und bei den Logia, wie gesagt, scheinen alle sehr, sehr stark zu sein. Also ich finde, im Impel Down beispielsweise waren sicherlich diese Nutzer von den erwarteten Zoans halt ein bisschen billig, sage ich mal, so sanft formuliert. Denn ja, sie schienen so ziemlich von dieser animalischen Seite überwältigt zu sein und sehr eher so diesen tierischen Instinkten zu folgen. Sie hatten beispielsweise so nicht so einen richtigen freien Willen und haben sich eher so von tierischen Emotionen leiten lassen. Bei Chopper hingegen kann ich mir gut vorstellen, dass er halt von der Menschenfrucht gegessen hat und dementsprechend so eher ja, intelligenter wirken könnte. Oder bei Sengoku, der hat ja auch von der Daibutsu-Frucht gegessen. Diese bringt ja auch keine animalischen Instinkte mit sich mit. Und da könnte ich mir auch ein Erwachen irgendwie viel leichter vorstellen. Das Ding ist, ich glaube, dass einfach diese Zoan-Früchte, dass es halt so einen bestimmten tierischen Instinkt hervorruft. Zum Beispiel, ihr kennt doch noch bestimmt Peru aus Alabastia. Und dort, er hat ja diese Bombe mitgenommen und in der Luft explodieren lassen und hat das Ganze überlebt. So, diese Stelle habe ich mir letztens mit dem Kagesume zusammen nochmal angeschaut. Nicht im Anime, sondern im Manga. Und dort waren das zwei Seiten, also ein riesen Panel. Und diese Explosion war einfach so unglaublich groß. Und deswegen glaube ich, dass diese Art Erwachen, dass es halt sowas ist, dass man sowas in der Art überleben kann oder irgend sowas in der Art, oder ihr kennt das doch bestimmt, dass Katzen so mehr Leben haben oder irgend sowas in der Art, dass sie halt einfach für einen Moment so ultra den Adrenalinschub kriegen, sowas überleben können. Ich glaube, sowas in der Art ist einfach ja dieses, das Erwachen von einer Frucht wie die von Peru. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, dazu habe ich auch eine Theorie, dass die meisten sollten diese Theorie kennen, und ich wurde viel dafür gehatet, obwohl ich nur über diese Theorie geredet habe, denn es geht darum, ob man zwei Teufelsfrüchte als ein Mensch essen kann, und da gab es einige Theorien. Ich habe zum Beispiel bei mir nur angesprochen, dass Ruffy zum Beispiel zwei Teufelsfrüchte essen kann, weil sein Körper besteht aus Gummi und er kann nicht explodieren. Da haben so viele geschrieben, ja, Logia-Früchte, wenn die explodieren, dem passiert auch nichts und so weiter und so fort. Und Bruno zum Beispiel hat gesagt, dass man nicht explodiert, sondern dass der Körper sich auflöst. Und deswegen, da gibt es halt verschiedene Interpretationen. Es könnte ja auch sein, dass man zum Beispiel, wenn man eine zweite Logia-Frucht isst, dass man da explodiert und bei einer Zoan der Körper sich auflöst. Also es ist wirklich sehr komisch, dieses Thema. Und ja, ich gebe mal weiter. Ja, das Ding ist, die Gorosei selber haben gesagt, bevor Blackbeard das gemacht hat, also er hat es hier bei Marineford gemacht und am Ende hat man die Gorosei ja nochmal gesehen, die haben gesagt, dass vor Blackbeard das noch keiner überlebt hat und zwei Teufelsfrüchte hatte, das gab es vorher noch nicht, und wenn die Gorosei angeblich, wie wir alle vermuten, halt schon ewig lange an der Spitze sind, dann hat das wahrscheinlich vor ihnen auch noch keiner geschafft. Also ja, es wird ja mal gesagt, dass man explodiert oder sowas, das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ich könnte mir bei Ruffy das auch nicht vorstellen eigentlich. Stellt euch einfach mal storytechnisch jetzt vor, wenn Ruffy einfach jetzt noch eine neue Kraft bekommt. Das ist irgendwie, das wäre so richtig komisch und das würde gar nicht passen. Ja, wie Blackbeard das gemacht hat, ich sage einfach, was ich so denke. Ich denke einfach, dass er es mit seiner mit seiner Finsternisfrucht gemacht hat, mit der Kraft der Dunkelheit, dass er einfach sozusagen über Whitebeard das Laken gelegt hat. Da gibt es ja unendliche Theorien zu. Also ich könnte locker 5, 6 jetzt gerade nennen, aber auf jeden Fall, ich denke mal, dass er einfach nur dieses Laken darüber gelegt hat, damit es sozusagen auch dunkel ist oder sowas, und dann hat er mit seiner Dunkelheit irgendwie die Seele der Teufelsfrucht, so wird es ja gesagt, der Teufelskraft, die Seele, die dann ja aus dem Körper entweicht, hat er aufgefangen und in seiner Dunkelheit mehr oder weniger eingefangen und hat sie jetzt auf Abruf bereit, sag ich mal. Er kann ja in seiner Dunkelheit ja auch Gebäude und Städte und Menschen drin speichern, wie so ein Paralleluniversum, und so glaube ich, dass er auch Kräfte daran speichern kann, beziehungsweise Teufelskraft Seelen, weil diese Cerberus-Theorien oder die ganzen ich hatte mal so eine Nilpferd-Flusspferd-Frucht, Alter, da gibt's so abnormalen, richtig kranken Scheiß, aber ich glaube, das mit der Dunkelheitskraft ist schon eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil er hatte auch gesagt, wie hieß nochmal die Insel, Barnaro Island oder so, wo er gegen Ace gekämpft hat,
Ja, da hat er gesagt in der deutschen Synchro, dass er dank der Frucht sich jede andere Teufelskraft einverleiben kann. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das im Englischen oder im Japanischen genauso war, das wissen wir nicht, weil wir nicht Japanisch können, aber macht für mich Sinn. Schließe mich da auch gehörig an, denn es wurde ja gesagt, Blackbeards Körper ist nicht normal und Oda hat ja auch mal so einen Hinweis darauf gegeben und ich denke, daran wird sich das auch anschließen, denn er kann seine Logia-Kraft nicht dafür nutzen, dass sein Körper nicht mehr angreifbar ist und ich denke, deswegen ist sein Körper auf eine andere Weise unnormal und deswegen wird er auch diese zwei Teufelsfrüchte für sich nutzen können, denn ich halte es für ziemlich schwierig, dass auf einmal es für eine gewisse Personengruppe mit dem gewissen Wissen möglich ist, einfach mal so zwei Teufelsfrüchte zu essen. Weil wenn das auf einmal mehrere Leute könnten, dann müssten alle zwei Teufelsfrüchte essen, um wieder mithalten zu können, um diesem Stärkelevel zu entsprechen und dann auch die Kurosai und in der Marine und so weiter und so fort. Und so würde sich das vorziehen und dann wäre das auch nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, deswegen wird Blackbeard auch so ziemlich die einzige Person bleiben. Aber mal kurz zu dem Thema, ob man sich, ob man explodiert oder ob man sich auflöst. Also es ist ja viel Gerüchteküche da immer so. Also man hat ja auch zum Beispiel bei Teufelsfrüchten ist das ja auch so, ist ja in den Blues und so, ist das ja auch nur so gerüchtemäßig und so, ob es sowas überhaupt gibt. Und ich denke, so zieht sich das da auch fort. Denn als bei der CP9 über das Explodieren geredet wurde, da war das so richtig ängstlich. So, ja, du darfst keine zwei Teufelsfrüchte essen, sonst wirst du explodieren. So, das ist halt einfach so ein Gerücht, was, glaube ich, so durch die Welt geht. Und ich glaube, jeder hat da mal was anderes gehört. Und es gibt ja auch diese Experimente, sage ich mal, wo man Leute dann halt zwei Teufelsfrüchte essen lässt und es gibt ja dann in der Vergangenheitssequenz von Boa Hancock war das, da sieht man dann auch, wie Leute explodieren, aber ob das dann so ist oder ob das dann halt einfach nur eine Darstellungsweise ist, ist halt schwierig, aber ich denke nicht, dass man einfach eine zweite Teufelsfrucht ist und direkt patz explodiert so. Also ich glaube, der Körper kollabiert dann einfach in einer gewissen Weise. Das Ding ist, was ich mir immer so denke, dass in One Piece die Leute mit dem D halt sehr, sehr interessant sind, sehr, sehr besonders sind. Und genau deswegen wäre es halt die Möglichkeit, dass wirklich jeder mit dem D zwei Früchte essen kann. Ich weiß, das ist wohl mit die verbreiteste Theorie, das sagen die meisten Leute. Und deswegen sagen auch die meisten Leute, dass es Quatsch ist, dass es nicht stimmen kann. Aber ich sag mal so, One Piece läuft schon eine ganz lange Zeit. One Piece hat viele Fans bekommen, viele Fans, die wirklich sich sehr, sehr krass mit der Materie befassen, zum Beispiel so wie wir. Und deswegen ist es auch so, dass die, Theorien, die wirklich krass im Umlauf sind, stimmen können. Die sind ja nicht automatisch ausgeschieden. Deswegen denke ich schon, dass die Möglichkeit da ist, dass wirklich jeder mit dem D zwei Früchte essen kann. Jan hat ja eben auch gesagt, es wäre halt komisch, wenn Ruffy noch eine Frucht bekommen würde. Finde ich prinzipiell auch, weil er die Gum-Gum-Frucht wirklich komplett verinnerlicht hat. Wir sehen ja, was er für Moves rausholt. Also Ruffy ist ja so derjenige, der aus seiner Frucht sehr, sehr viel rausholt. Deswegen ist es sehr, sehr komisch zu sehen, dass er eine neue Frucht bekommt. Mit dem Red Hawk haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass er ohne eine Frucht zum Beispiel Feuer erzeugen kann. Trotzdem denke ich, dass die Möglichkeit da ist, dass im späteren Verlauf, sozusagen in der zweiten Hälfte von One Piece, die jetzt langsam kommt, diese Teufelsfrüchte oder die Leute, die mit dem D geboren sind oder das D im Namen haben, dass die zwei Früchte essen kann. So, wie dem auch sei, ist es mit Blackbeard trotzdem eine sehr komische Angelegenheit, die ganze Theorie von vorhin zerstört. Denn bei Blackbeard ist es ja so, es wurde gesagt, sein Körper ist komisch. Ja? Und es wurde auch gesagt, als Zoro und Ruffy ihn das erste Mal getroffen haben, dass er nicht er ist, sondern sie, also Mehrzahl. Dass gesagt worden ist, dass es irgendwie halt sehr, sehr komisch ist. Blackbeard an sich ist ja ein krasses Mysterium. Das Ding ist auch noch so, was ich mir vorstelle, ich stelle mir das immer so vor, dass die Teufelsfrucht eine Seele ist. Und diese Seele, wenn sie gegessen wird mit der Seele des Nutzers, nicht fusioniert, aber verschmelzt halt, sowas in der Art, ja. Und wenn der Nutzer dann stirbt, dann geht diese Seele wieder in die nächste Frucht rein. Wenn es bei Blackbeard so ist, dass eine Finsternisfrucht in ihm drinne diese Seele aufsaugt, dann hat er immer noch eine Seele. Und ich sag mal so, wenn man zwei Seelen hat, ist wahrscheinlich dieses Explodieren oder dieses Auflösen der Fall. Aber Blackbeard wäre dann theoretisch gesehen derjenige, der das machen könnte, ohne zu explodieren. Das würde wiederum auch heißen, dass er viel, viel mehr Früchte aufnehmen kann. Und das könnte vielleicht so darauf hinauslaufen, dass die Crew wirklich Früchte sucht, um halt Blackbeard damit vollzustopfen, damit er der größte Pirat wird, sag ich mal. Würde auch ganz gut damit zusammenpassen, dass Blackbeard immer sofort kassiert, wenn er jemanden trifft oder so. Und Blackbeard dann dadurch stark wird, dass er diese ganzen Früchte hat. Ich finde diese ganze Angelegenheit persönlich ein wenig traurig, weil irgendwo stand, ich glaube in irgendeinem Databook, dass man Blackbeards Geheimnis lösen kann, indem man halt den Worten von Ace lauscht, was halt bezüglich auf sein Alter ist. Und da gibt es halt verschiedene Übersetzungen, beispielsweise, dass Blackbeard halt doppelt so alt ist wie ein normaler Mensch oder halt doppelt so lange im Geschäft wie Ace. Und da kann man sich halt immer so ein bisschen schwer immer was ableiten, weil halt immer die Übersetzung so ein bisschen verrückt spielen.
Beispielsweise glaube ich, stand es halt bei den Amis, dass es halt so ist, dass er halt doppelt so lange am Leben ist wie ein normaler Mensch. Und falls das stimmt, könnte man sich da ableiten, dass er möglicherweise ein übernatürliches Wesen ist, aber was ja eigentlich theoretisch auch so ein bisschen zu krass wäre, weil man ja solche noch so eine dritte Rasse oder was heißt dritte Rasse, so eine neue komplette Rasse, die eingeführt wird, die halt sowas Übernatürliches hat, das wäre irgendwie viel zu komisch, finde ich, und viel zu abgespaced. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die wird doch sozusagen immer als Teufelswerk benannt und es gibt anscheinend zwei Parteien, die dies und die, die dagegen sind. Was ist, wenn Blackbeard irgendwie genau was dazwischen ist, dass er halt Vater ein Diva und Mutter irgendwas anderes und dass er genau dazwischen ist und deswegen irgendwelche spezielleren Fähigkeiten hat und ja, deswegen ist er halt nicht die Person, nach dem Roger gesucht hat und weil er viel Scheiße gebaut hat und das, was du gesagt hast, Ruffy, dass es nicht er ist, sondern sie, das wollte ich auch ansprechen. Und zwar dachte ich direkt daran, dass wenn er eine Person tötet, dass er irgendwie die Seele offen in sich behalten kann sozusagen und dann eine weitere Teufelsfrucht aufnehmen kann. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt wissen wir halt nicht, ob er jemanden getötet hat. Später hat er Tetch gekillt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er Ruffy getroffen hat, hatte er da schon Tetch getötet? Nein, glaube nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, deswegen weiß ich nicht genau, wenn er ihn schon getötet hat. Doch. Wenn er ihn schon getötet hat, dann könnte es ja sein, dass er schon die Seele sozusagen von ihm schon in sich aufgenommen hat und dann halt mehrere Teufelsfrüchte dadurch dann irgendwie auf sich nehmen kann. Was wir noch angesprochen hatten mit dem Theoretiker, war ja diese Seelenfrucht, die dann auch wirklich erschienen ist, also bevor das Ganze mit Big Mom war. Sowas in der Art hatten wir uns vorgestellt, dass er vielleicht schon die zweite Frucht hatte und dadurch dann noch Whitebeards Frucht auf sich nehmen kann. Sowas in der Art könnte ich mir aber auch vorstellen. Aber den Ansatz finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass man halt quasi eine Person einsaugt. Man hat ja auch gesehen, als er gegen Ace gekämpft hat, hat er auch diese ganze Stadt eingesaugt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass er einen Mensch einsaugt, dann ist er ja quasi in einem anderen Universum, also nicht mehr auf dieser Welt. Und diese Person, wenn die dort stirbt, dann ist ja die Seele dort gefangen, weil sie nicht mehr nach draußen kann, quasi so. Und auch die Teufelsfrucht kann ja dann nicht mehr nach außen, theoretisch gesehen. Und deswegen würde das ganz gut passen. Aber wie auch eben schon gesagt, ich hoffe, dass das nur Blackbeard kann, obwohl es auch ein bisschen unlogisch ist. Denn Blackbeard hat ja Gigi's Burgers geschickt, um Ace Frucht zu holen. Und an der Teleschnecke hat Gigi's Burgers dann mit Blackbeard geredet und Blackbeard hat gesagt, wenn ich diese Frucht bekomme, ist es, als ob Ace in meiner Crew kämpfen würde. Und das hört sich ja eigentlich nicht so an, als ob er die Frucht dann für sich nimmt, weil das ist dann ein bisschen komisch formuliert, oder nicht, wenn man so sagen würde, dass Ace in meiner Crew kämpfen würde. Das hört sich ja nicht so an, als ob er die Frucht dann für sich nutzt. Deswegen glaube ich, ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das mehrere Leute können. Ja, stimmt, also ist mir noch nie aufgefallen, aber ist echt nice. Ja, nächstes Thema, Leute. Wir haben hier echt noch viel vor uns. Und zwar, woher ist der Ursprung der Teufelsfrüchte? Woher kommen die Dinger? Also, boah, da habe ich auch schon unendlich viele Videos zu gemacht. Und ich glaube, ihr auch. Ich sag's jetzt einfach. Baum der Teufelsfrüchte. So, jetzt habe ich's gesagt. Glaubt ihr, es gab mehrere? Also, glaubt ihr, es gab drei für jede Art der Teufelsfrucht einen? Oder gab's einen großen? Da gibt's so ein Fanart von so ein großer, wo so, ja, das in Drittel geteilt ist, die Früchte. Und dann wachsen sie auch so. Erzählt mal, was denkt ihr zu dem Ursprung der Teufelsfrüchte? Also, ich persönlich denke, es gab einen großen, so einen mystischen Baum der Teufelsfrüchte, von dem halt alle abstammen und ja, danach ist sie irgendwie verwest oder ja, irgendwie Vergessenheit geraten. Aber naja, ich schätze mal, der hat jetzt in der jetzigen Hinsicht keine Bedeutung mehr. Möglicherweise wachsen trotzdem noch, ich sag mal, alle 1000 Jahre neue Teufelskräfte, denn ich schätze mal, dass nicht alle auf einmal gewachsen sind, sondern alle vom Baum gefallen sind und ja, halt dann sich die Menschen und alle anderen Rassen sich dann an diesen Teufelsfrüchten dann ergötzt haben. Nein, ich glaube, dass ja der Baum halt von Zeit zu Zeit halt immer neue Teufelsfrüchte ausgespuckt hat. Ja, ich glaube auch, dass es einen Baum gab. Ich könnte mir vorstellen, weil das Ding ist, sind einfach Früchte. Ich glaube, es gab so eine Einheitsfrucht damals, als der Baum noch am Leben war. Ich glaube nämlich, dieser Baum kam aus dem Bürgerkönigreich, beziehungsweise aus dem verlorenen Königreich heutzutage. Und dass die den gepflanzt haben, ich will nicht sagen, dass sie irgendwie Magie hatten, weil irgendwie, das ist ja eigentlich, Teufelskräfte sind ja so mit eigentlich das einzig Magischste in dieser ganzen One Piece Welt. Also irgendwoher muss ja dieses Fünkchen Magie mal irgendwo entstanden sein. Und ich glaube wirklich, dass es ein Baum war.
dass der auf Unicorn bzw. Raftel war, dort wo auch das verlorene Königreich ist. Ja, ich hau jetzt ein bisschen was um die Ohren hier, aber egal. Und dass dieser Baum mehr oder weniger zerstört wurde und dass deshalb die Früchte nicht so an Nachwachsen an diesem Baum, weil ist ja logisch, den gibt es nicht mehr. Ich glaube, dass deshalb die Seeletäuschfrucht einfach in die nächstliegende Frucht geht. Das denke ich, dass es damals vielleicht noch nicht so war, dass nämlich immer die Früchte neu gewachsen sind an diesem Baum. Aber irgendwo muss die Seele ja hin und deswegen muss sie in die nächste Frucht. Und dass dieser Zyklus erst gekommen ist, nachdem der Baum verbrannt oder gefällt oder von der Weltregierung irgendwie... Ja, egal, wurde. Also ich schließe mich da, denke ich, auch mal an. Ich denke, das mit dem Baum ist wohl das Wahrscheinlichste, obwohl es da auch viele Faktoren gibt, die man beachten sollte. Denn gehen wir mal von einem ganz normalen Baum aus, der irgendwo in den Birka-Königreich oder sonst wo gepflanzt wurde oder schon vorher war, schon seit tausenden von Jahren. Warum ist dann zum Beispiel Seestein anfällig dafür oder warum ist Salzwasser bzw. Meereswasser dann ein Grund, um die Kräfte da außer Acht zu lassen? Und warum gibt es verschiedene Materialien, die Teufelsfruchtnutzer beeinflussen und andere Materialien, die halt nicht dazu gehören? Oder auch das, was eben schon gesagt wurde, dass die Teufelsfrüchte dann danach in die nächstliegende Frucht übergehen. Aber ein Baum ist natürlich logischerweise wegen Teufelsfrüchte das Logischste im Grunde. Aber ich denke, dass es da auch einen speziellen Zusammenhang gibt, wo dieser Baum war und unter was er war, weil ein Baum braucht ja auch irgendwie Wasser, um zu überleben und sowas. Also ich glaube, da gibt es einen ganz speziellen Hintergrund, weil sonst wäre das ein bisschen random, wenn auf einmal einfach Teufelsfrüchte aus irgendeinem Königreich kommen und dann Seestein einfach so genommen wird und ja, aus Zufall passt das jetzt aufeinander und dann passiert da was so. Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, zumindest auch nicht in One Piece würde sowas, glaube ich, niemals passieren und ich glaube, das sollte man dann noch gut berücksichtigen. Ich denke auch auf jeden Fall, dass da nochmal sehr, sehr viel Erklärung fällig ist. Ich wollte noch was zu Jan sagen und zwar hat er ja gesagt, dass die Früchte dann zu dem Hauptbaum gehen, aber der Hauptbaum ist ja halt jetzt zerstört, kaputt, was auch immer. Deswegen gehen die halt in die nächstgelegene Frucht. Das könnte auch viel Sinn machen, denn wenn diese Seele, oder wenn der Nutzer stirbt und diese Seele dann zu einem Baum zurück möchte und auf der Suche nach diesem Baum den Baum nicht findet, könnte er ja in die nächstgelegene Frucht gehen. Weil es vielleicht so ist, dass diese Seele an sich nur eine kleine Zeit hat, wo sie wirklich zurück kann und wenn sie halt diese Zeit überschreitet, stirbt diese Seele, stirbt diese Kraft oder so. Deswegen macht es halt Sinn, dass sie wirklich in die nächstgelegene Frucht wandert. Ja, das mit diesen ganzen Wasserschädigungen, also dass halt Teufelskraftnutzer ziemlich, speziell auf Wasser reagieren. Ich kann mir das so eigentlich nicht so gut erklären, aber ich glaube, es werden mehr Fragen beantwortet, also hinsichtlich der Teufelsfrüchte. Beispielsweise stellt sich ja natürlich die Frage, falls es vom Baum kommt, wie halt dieser Baum zustande kommt. Und da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass nur so ein höherer Schöpfer beispielsweise so noch vorgestellt würde. Denn ich kann mir halt gut vorstellen, dass die Teufelskraftnutzer werden ja halt Reinkarnation des Seeteufels genannt und möglicherweise ist auch dieser für diesen Baum verantwortlich. Ja, und ich habe mal so überlegt, dass der Baum vielleicht der Schatz von Mary Joa ist, was auch jetzt, ich weiß nicht, es macht nicht mehr so viel Sinn nach der Aussage von Doflamingo, aber wenn man mal davon ausgeht, dass die Teufelsfrüchte sich vielleicht verteilt haben in der Welt, das haben sie ja, wissen wir, dann müssen sie auch irgendwo runtergefallen, ins Meer gefallen sein oder wie auch immer, dass sie ja sich in der Welt verteilen. Deswegen würde die Redline eigentlich Sinn machen, habe ich mir immer so überlegt, dass so der Baum vielleicht auf der Redline war oder, ich habe am Anfang gesagt, Unicorn oder Raftel. Wenn das eine Himmelsinsel ist oder sowas. Ja, man muss jetzt auch nicht sagen, dass sie vielleicht übers Meer verteilt wurden in der Welt. Es könnte ja auch sein, dass sie einfach so verkauft wurden oder verschenkt oder wie auch immer damals. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja auch noch nicht mal, wie lange es Teufelsfrüchte gibt. Das ist auch so ein Thema. Wann haben wir von der ersten Teufelsfrucht eigentlich mal in One Piece gehört? Weiß das einer von euch so irgendwie? Irgendwie so ein Flashback? Wo war das? Also bei Shiki? War das die erste Teufelsfrucht, die wir gesehen haben? Also so Zeit zurück mäßig jetzt? Ja, man hat das Ganze ja nicht so ganz erklärt bekommen, sag ich mal. Die Teufelsfrüchte in One Piece sind ja immer noch dieses Magische, sag ich mal. Das wird ja alles noch kommen, sag ich mal. Also, wir haben ja die Poneglyphen, die werden auch noch erklärt. Und die Früchte werden auch viel, viel später erklärt. Aber Stand jetzt gibt es eigentlich nichts Näheres dazu, denke ich mal. Okay, ja, dann. Also abwarten, ne? Ist dein, abwarten, immer abwarten. Nein, okay. So, dann reden wir mal über das nächste Thema und zwar die stärksten Teufelsfrüchte, um das noch einmal kurz zu klären. Eigentlich gibt es da nicht mehr so viele Debatten, weil da gibt es mindestens 10 Videos auf unseren Channels verteilt, würde ich mal fast schon sagen. Und ich würde sagen, Akata fängt einfach an.
Und zwar die Finsternisfrucht, darüber haben wir ja gerade die ganze Zeit geredet, einfach diese Kraft, diese Dunkelheit und was auch viel mit Gravitation anscheinend zu tun hat, weil das öfter erwähnt wurde beim Kampf gegen Ace und dass man andere Früchte in sich aufnehmen kann, höchstwahrscheinlich, und dass man einfach, der hat die ganzen Häuser und so, die ganze Insel hat er ausgelöscht und in seiner Teufelskraft halt gespeichert. So eine Kraft ist einfach unglaublich, weil Ace Kraft ist zwar schon krass, aber er kann halt dieses ganze Ding verbrennen. Er, was Blackbeard kann, ist das aufnehmen und dann irgendwann wieder raushauen alles. Also das ist wirklich ultra heftig. Dann die Bebenfrucht, die jetzt auch Blackbeard hat, haben wir ja zu Genüge bei Whitebeard gesehen, der schon ultra alt war und krank war dazu, und wie diese Kraft schon bei ihm war. Er hat die gesamte Welt, könnte er zerstören. So wurde es auch von Sengok gesagt. Und deswegen ist die Bebenfrucht halt auf der Paramecia-Ebene wahrscheinlich dort die stärkste Frucht überhaupt. Ja, Leute, die beste Frucht, die stärkste Frucht ist ganz klar die Living Color Frucht. Nein, Spaß beiseite. Die Living Color Frucht möchte ich hier auf gar keinen Fall in den Kommentaren sehen. Ich glaube, damit sind wir alle durch. Wir wollen das alle nicht mehr sehen. Stärkste Teufelsfrucht. Also, es gibt viele Teufelsfrüchte. Das ist klar. Es gibt viele mit Vorteilen, viele mit Nachteilen und es gibt viele, die sehr, sehr mächtig erscheinen. Aber ich glaube wirklich, jeder hat ihre Vorzüge. Wir haben zum Beispiel die, die Malik erwähnt hat, die wirklich enorm stark sind. Wir haben Lores Frucht, die wirklich, ja, wenn man die mal einfach anguckt, muss man sich einfach sagen, Lore kann alle, wirklich alle besiegen, wenn er möchte. Aber es gibt auch ja, sehr unterschätzte Früchte, zum Beispiel die von Urush. Denn Urush hat eine Teufelsfrucht. Das wurde schon, ich sag mal, von Oda bestätigt in einem Databook. Und wie es scheint, kann er halt die Kraft aufnehmen, die er ausgesetzt ist und die dann zurück werfen. Haben wir ja gesehen gegen die Pazifista, dass er immer größer und größer geworden ist. Heißt theoretisch, wenn er einen Schlag von Whitebeard oder Kaido oder sonst wen einstecken kann und den zurückschleudern kann, kann er ihn besiegen. Ergo sollte er der Stärkste sein, ja. Wir haben auch Ruffy zum Beispiel als Beispiel, der aus einer ganz, ganz einfachen Gum-Gum-Frucht richtig viel raushaut und einfach auf einem ganz neuen Level ist. Und wir wissen alle, dass mit Haki noch sehr, sehr viel möglich ist. Gerade mit den Logia-Früchten in der Kombination mit Erwachen, mit Haki kann noch so viel offen sein. Deswegen, wie gesagt, gibt es halt sehr, sehr viele Früchte, die sehr gut benutzt werden können. Auch die Frucht von Buggy zum Beispiel, habe ich auch gehört, dass man sich in Moleküle teilen soll oder so und dass er dann alle halt fertig machen kann. Also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Varianten, die man halt benutzen kann. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was Teufelsfrüchte stark macht, denn natürlich, man hat so Sachen wie die Bebenfrucht oder so. Die Bebenfrucht, die zeichnet halt einfach die direkte Gewalt aus, also der macht einen Schlag und man kriegt eine direkte Reaktion auf diesen Schlag, den er macht, und sieht die direkte Zerstörung. Aber ich denke mal, viele Teufelsfrüchte haben zum Beispiel auch gar keine Kampfstärke im Grunde. Zum Beispiel die Frucht von Corazon hat null Impact im Grunde. Man kann die Frucht den ganzen Tag benutzen, man würde niemals jemand schaden. Oder zum Beispiel die Frucht von ja, also die Unsichtbarkeitsfrucht, ne? Zum Beispiel ist auch so eine Frucht, die im Grunde erstmal gar keine Stärke hat, aber die in Kombination mit den Teufelsfruchtnutzer enorm stark werden können. Und nur von der Frucht her gesehen gibt es zum Beispiel auch viele Früchte, die ja auch die Kraft haben, die Welt zu zerstören. Ich habe da auch mit Jan schon mal drüber geredet. Und es gibt ja zum Beispiel auch die Frucht von Fujitora, beziehungsweise von dem Schwert. Es ist bis jetzt ein Mysterium, aber ich denke, wir wissen alle, dass es das Schwert ist. Und ja, zum Beispiel die Gravitationsfrucht, auch eines der besten Beispiele, wie krass eine Frucht sein kann. Und ja, da braucht man halt einfach nur auf einen passenden Moment warten und damit könnte man alles auslöschen im Grunde. Und ja, so gibt es halt viele Früchte, die sich auch einfach noch enorm entwickeln können, wie zum Beispiel auch gerade von Raffi erwähnt, die Frucht von Buggy. Als man die das erste Mal im One Piece gesehen hat, dachte man sich auch so, ja, toll, was so, was willst man damit machen, so. Und genauso war es auch bei der Gum-Gum-Frucht. Und irgendwann kommt ein G2, ein G3, ein G4 und so weiter und so fort. Und es gibt halt so viel, was eine normale Frucht, die anfangs schwach scheint, noch so stark werden lässt. Deswegen denke ich, gibt es keine stärkste Teufelsfrucht zurzeit. Also zurzeit ist es vielleicht die Bebenfrucht, aber ich denke, viele Früchte können da noch nachziehen. Also ich finde diesen Punkt ziemlich gut, den du gerade angesprochen hast, dass es halt eigentlich nur einen starken Benutzer geben muss, der halt so eine, auch eine einfache Frucht, wie beispielsweise die von Croissant, sehr gut einsetzen kann und damit halt sehr viel Schaden einsetzt, ja, halt bewirkt. Aber ich denke, mein beispielsweise so eine Bebenkraft, die muss auch schon wirklich viel vom Benutzer abverlangen. Ich glaube nicht, dass beispielsweise ein Dreijähriger einfach so ein Beben erzeugen kann. Sicherlich. Als ob einfach so ein Kind so Pam, Junge, und alles in Schutt und Asche legt. Ja, sicherlich muss man da auch ja, ziemlich viel körperlich mit sich nehmen. Beispielsweise muss auch einen Impact auf den eigenen Körper haben. So sicher, und sicherlich, ja, wie beispielsweise bei Lore, der setzt ja auch gerne seinen Room ein und der kostet ihn auch sehr viel Energie.
Ich denke, das ist aber bei jedem Nutzer so. Bestes Beispiel ist ja, wo Blackbeard die Frucht von Whitebeard das erste Mal genutzt hat und gesagt hat, es ist schwierig, sich an so eine krasse Kraft zu gewöhnen. Ist ja das quasi der Ausdruck davon. Das heißt, man kann diese Teufelsfrucht nicht direkt so nutzen. Ich glaube auch nicht, dass ein Ruffy, keine Ahnung, bei Crocodile theoretisch ein G4 rausgehauen hätte, wenn er wüsste, wie es geht so. Ich denke, das ist einfach nicht möglich. Ich glaube, da muss sich der Körper auch erstmal dran anpassen und wie Lore zum Beispiel auch oder wie zum Beispiel bei Marco oder so, irgendwo ist halt das Limit erreicht, wo man halt diese Kraft gar nicht mehr einsetzen kann, weil der Körper überfordert ist. Und ich denke, das hat auch was mit Stärke zu tun. Dass ein Whitebeard so aussieht, wie ein Whitebeard halt aussieht, hat, denke ich, auch einen gewissen Grund. Denn stellt euch mal jetzt so einen übelsten Lauch vor, der da mit einer Bebenfrucht steht und einen Schlag macht und auf einmal kommen so zwei riesen Tsunamis. Das wird halt einfach nicht passen. Ja, aber das spricht aber irgendwie auch jetzt gerade wieder für Blackbeard, wenn er die Frucht kriegt, gerade mal, und dann, ihr wisst ja alles, was er da angerichtet hat mit seinem ersten richtigen Punch. Also scheint Blackbeard ja auch schon körperlich so gar nicht mal so schwach zu sein irgendwie. Ja. So, dann kommen wir mal zu dem Thema. Schwächste Teufelsfrüchte habe ich einfach mit aufgeschrieben, dass wir da auch kurz drüber reden. Die gehe ich jetzt mal ein bisschen ab. Und zwar erstmal die Jackenfrucht aus dem Kolosseum von diesen zwei Brüdern. Weiß noch einer den Namen von euch? Nicht so viel auf einmal. Ja, die Jackenfrucht auf jeden Fall, dass der eine sich zur Jacke machen kann und der andere, der die Jacke anzieht, verliert dann seine Kontrolle und ja, ist auf jeden Fall total dumm, weil was will man damit? So, da haben wir noch die Seifenfrucht von Khalifa, habe ich noch aufgeschrieben, die ist auch ziemlich, ja, ich weiß nicht, also die wurde auch so ein bisschen low gezeigt und auch die Waschfrucht von Zuru, also von Kranich, ist auch ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Ja, also ich meine, es gibt halt viele Früchte, die halt extrem schwach sind. Ich meine, das beste Beispiel ist ja auch, wo die von der CP9 dann abgehauen sind und da dann weggegangen sind und diese 100 Best-Marine-Soldaten kamen. Da war ja so viel Futter dabei für schlechte Teufelsfrüchte, zum Beispiel die Bärenfrucht, wer sich da noch dran erinnern kann, der kann sich zerteilen in so kleine Kugeln, aber das Ding ist, diese Kugeln konnte er dann nicht mehr steuern und so konnte Frankie den einfach umklatschen. So, es gibt halt viele Früchte, die man erstmal als schwach betitelt, aber auch hier finde ich, ist relativ viel Spielraum, denn auch zum Beispiel Buggys Frucht hätte ich mal irgendwann mit dazu genommen und guck mal, wo der jetzt ist. Und zum Beispiel auch die Mensch-Mensch-Frucht, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel davon, wie schwach eigentlich eine Frucht im ersten Moment sein kann, aber wie stark die werden kann. Natürlich ist ja auch Rumble Balls und sowas, aber ich glaube, es gibt viele Früchte, die erstmal schwach sind und mit der Zeit halt einfach stark werden. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Du hast mir mein Beispiel leider weggenommen. Ich wollte auch was zu der Bärenfrucht sagen. Und zwar habe ich hier gerade irgendwie Wiki offen und gebt euch die Beschreibung von dieser Frucht. Der Nutzer kann seinen Körper in viele bärenähnliche Kugeln aufteilen. Dadurch wird er zu einem Traubenmensch. Das war's. Das ist alles, was er kann. Also es gibt halt sehr, sehr viele Früchte, die sehr schwach erscheinen. Zum Beispiel Buggy ist halt ein gutes Beispiel. Wie du gesagt hast, er wird wahrscheinlich noch mehr drauf haben. Dann gab es auch, glaube ich, eine Popelfrucht oder so, wo er Popel schießen konnte. Ja, das gibt es ja auch noch. Also bei den Paramecia-Früchten sind halt, wie gesagt, sehr, sehr viele Früchte, die sehr schwach erscheinen, aber die ja eventuell mit sehr, sehr viel Training, mit sehr, sehr viel Kreativität sehr stark werden können. Bei den Zoan-Früchten sind ja alle mehr oder weniger gleichwertig und bei den Logia-Früchten auch, außer vielleicht die Frucht von Crocodile oder von Smoker, die dann vielleicht ein bisschen anfällig ist, aber die haben auf jeden Fall auch ihre Stärken. Deswegen, wie gesagt, so eine richtig, richtig, richtig schwache Frucht gibt es jetzt vielleicht nicht, abgesehen von der Bärenfrucht. Eigentlich die allerschwächste Frucht, noch schwächer als die Jackenfrucht, Seifenfrucht, Waschfrucht und noch was für eine Frucht, ist eigentlich wirklich die Mensch-Mensch-Frucht, wenn sie nicht gerade ein Tier ist, weil Oda hat sich da auch mal es wurde mal, glaube ich, in der FPS oder so gefragt, was passiert, wenn ein Mensch die frisst, und da hat er gesagt, ja, nichts, verliert nur die Fähigkeit zu schwimmen, also das ist so total behindert, wenn man die als Mensch frisst, ja toll, dann kannst du nur nicht schwimmen, mehr kannst du nicht, und deswegen, ich bin nochmal gespannt, da wollte ich nochmal mit euch drüber reden, und zwar, glaubt ihr, Chopper kann sich komplett zu einem Mensch verwandeln, mit Haut, ohne Fell? Müsste prinzipiell möglich sein. Luki hat ja auch diesen einen Modus gehabt, wo er wirklich zum kompletten Tier geworden ist. Aber er hat ja diese eine Form, wo er so rumläuft, die so ein bisschen breiter ist. Vielleicht soll die als komplette Menschform gelten. Ja, sehe ich auch so, ist auch ein bisschen komisch so. Aber ich weiß nicht, wer weiß, könnte vielleicht noch kommen. Hat vielleicht was noch mit dem Erwachen zu tun. Vielleicht wird man das nochmal näher erläutern oder so. Aber naja, abgesehen davon würde ich sagen, dass, glaube ich, nicht das kommen wird. Also, dass diese Form, die er hat, diese Basic-Form, dass das so die Menschenform widerspiegeln soll. Ja,
Also, ich würde dann sagen, genug über schwache Teufelsfrüchte geredet. Kommen wir mal zu den Teufelsfrüchten, die noch interessant werden könnten in der Zukunft. Und zwar Teufelsfrüchte, die halt noch nicht da sind in allen drei Aspekten, also Paramecia, Zoan und Lugia. Ich würde mal vielleicht persönlich gerade mal mit Zoan-Früchten starten. Da kann natürlich erstmal alles möglich sein. Jede Tierart, die wir nicht gesehen haben, beziehungsweise auch bei mystischen Wesen. Es gibt so viele Pegasus, Zentauren und was weiß ich nicht alles. Es gibt tausende mystische Wesen, genauso auch tausende antike Wesen, alle Dinosaurier, alle Säbelzahntiger und so weiter und so fort. Es gibt halt tausend Möglichkeiten da auch und normale Tiere, wie eben schon angesprochen. Ich denke, da braucht man nicht so explizit drauf eingehen. Bei Paramecia ist es halt enorm weitläufig. Also es gibt halt so Früchte, die ganz klar sind, wie zum Beispiel die Bebenfrucht, man kann einen Erdbeben erzeugen, oder die Gum-Gum-Frucht, man kann halt Gummi für sich nutzen, oder die Frucht von Magellan und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Früchte, die halt nur für das One-Piece-Universum existieren, zum Beispiel die Operationsfrucht von Lore. Dass man so einen Room erschaffen kann, ist jetzt was, das kann man nicht vorhersagen. So eine Frucht kann immer mal wieder kommen, aber halt alle grundlegenden Elemente, die man nicht so zu Feuer und so packen kann, aber die halt auch schon was aussagen, wie zum Beispiel Gummi, Gift und sonst was, also zum Beispiel Säure oder sowas, und das könnte halt noch kommen. Und bei Lugia, ich weiß nicht, gibt es noch viele Elemente, die da in Frage kommen. Ein paar Elemente gibt es immer, wie zum Beispiel Holz und sowas, aber das ist ja auch ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen, also Erde und so ein Zeug, aber das halte ich auch für ein bisschen unwahrscheinlicher. Ich glaube, bei Lugia-Früchten wird es jetzt mehr so ins Detail gehen, sowas wie wie auch Karibu hat oder wie sowas halt, so würde ich das ungefähr eingliedern. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer noch mit so einem kompletten Grundelement um die Ecke kommt. Ja, das Windelement fehlt halt noch, das ist halt die große Sache. Ich glaube auch noch, dass es kommen wird. Ich und der Theo sind halt Experten in diesem Gebiet mit kommende Teufelsfrüchte, weil wir halt einmal was predicted haben mit dieser Seenfrucht, die ich eben schon angesprochen habe. Wie er schon gesagt hat, Paramecia kann man absolut nicht sagen. Es könnte auch ein... Gibt's eine Reißverschlussfrucht? Gibt's bestimmt auch. Also es gibt Jacken, so, es gibt wie halt du da schon wohl drauf alles gekommen bist. Ja, ich habe hier gerade meinen Reißverschluss in der Hand. Deswegen, es gibt halt so, bei Paramecia kann man es halt wirklich nicht sagen, aber die Windfrucht wird noch kommen, da bin ich mir eigentlich fast schon sicher. Und die ganzen Tiere könnte man halt durchgehen noch. Zum Beispiel gab es ja Vogelfrucht, Typ Falke, Typ, keine Ahnung, verschiedene Vögelarten und so und weiter Typ und so Dackel fort. Da könnte man alles nehmen und ja. Ey, das gab's in Alabasta. Sorry. Ja, stimmt. Achso, ja, klar. Ich persönlich denke, es wird noch so eine sehr starke Zoan kommen, nämlich eine Chimären-Zoan. Denn das ist schon so ein Tier, was ziemlich in der Geschichte so heraussticht, will ich mal sagen. Und das darf beispielsweise bei jemandem wie Kaido sicherlich nicht fehlen. Mit einer Smile? Oder meinst du... Nee, so eine echte. Achso, ja, doch, das kann sein. Für so eine, das wäre krass. Für die drei Katastrophen da, ne? Es gibt ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, denn ich denke, Jack ist mit dem Mammut schon mal gut vorangeschritten und ich denke, die anderen beiden werden da auch krasse Sachen haben. Säbelzahn, ne? Ja, gut, ob das jetzt so wirklich der Konterpart ist, denke ich mal. Ja, gut, ne, kann aber auch sein. Obwohl, so ein Mammut hat halt einfach so eine perfekte Schlagkraft und so ein Säbelzahntiger, ob der so viel krasser ist als ein Leopard oder ein Löwe oder so, ich weiß ja nicht. Weiß man nicht, aber auf jeden Fall, die Wasserfrucht, Leute, das ist auch mal so ein elendiges Thema in der One Piece Community. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, das Problem ist ja auch, es wird irgendwie in One Piece auch nicht zwischen Süßwasser und Salzwasser unterschieden. Also irgendwie, Ruffy kann auch irgendwie in Süßwasser, verliert ja seine Schwäche, oder? Habt ihr auch das so wahrgenommen? Ja. Deswegen irgendwie macht es keinen Sinn, in irgendeiner Form Wasser. Eine Flüssigkeitsfrucht gab es ja irgendwie schon mal, oder? Im Film. Ja, in dem Film, okay, das kann man auch. Aber es gibt ja Aggregatzustände, also Eis und Schnee und sowas. Ja, stimmt. Also Wasserfrucht ist so ein elendiges Thema, ich weiß nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil es komplett gegensätzlich ist, aber... Wasserdampffrucht. Vielleicht ja doch. Das Ding bei der Wasserfrucht ist, was ich immer so sehe, es spricht nicht wirklich was dafür, aber es spricht halt nichts dagegen, weil... die Wasserfrucht wird halt in dem Grundgedanken kaputt gemacht, weil die Teufelsfrucht ist halt Dings sehr schwach sind gegen Wasser. Aber was spricht halt so wirklich dagegen, dass es nicht so sein kann, dass es sie doch gibt oder so. Deswegen ist es halt so ein großes Thema in der One Piece Welt, sag ich mal, oder in der One Piece Community. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die Oda nicht machen wird. Weil das würde das Ganze ein bisschen sprengen, glaube ich. Und ich glaube, die Frucht einzuführen würde nicht so einen großen Hype auslösen, also für einen langen Zeitraum, sage ich mal. Deswegen denke ich nicht, dass es sich wirklich lohnen würde, die einzuführen.
Ja, also ich schließe mich da auch an. Ich denke auch, dass sowas nicht eingeführt wird. Ich meine, auch mit Schnee und Eis und sowas sind wir eigentlich relativ gut bedient, würde ich mal behaupten. Aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so über die Wasserfrucht redet oder über die Möglichkeit, dann sagen alle, ja, man kann ja nicht schwimmen und so. Was hat denn das eine mit den anderen zu tun? Weil ich meine, Ace, der schmeißt halt Feuer um sich oder hat mal Feuer um sich geschmissen. Jetzt ist er ja leider tot. Aber bei der Wasserfrucht wäre es ja nicht anders. Man würde Wasser um sich schmeißen halt. Ne? Es wäre halt ein bisschen komisch, weil wenn man das Wasser selbst auf sich schmeißen würde, würde man halt hart absaufen, aber ja, es wäre theoretisch möglich, also es würde nichts dagegen sprechen und wie gesagt, Schnee und Eis ist ja im Grunde nichts anderes. Wenn jetzt Akainu die ganze Zeit daneben stehen würde oder Sabo, dann könnte man auch aus der Eisfrucht mal schnell eine Wasserfrucht so gesehen machen und deswegen, ich glaube, sowas ist nicht so unwahrscheinlich, aber Oda hat ganz andere Prioritäten da. Ich glaube nicht, dass der jetzt einen Charakter einführt, der halbwegs relevant ist und dann mit einer Wasserfrucht um die Ecke kommt. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, so, jetzt habe ich noch Buch der Teufelsfrüchte, aber bevor wir zum Buch der Teufelsfrüchte kommen, was auch noch wichtig ist, aber will ich noch mal kurz über Rumble Balls sprechen, und zwar das verstärkt ja eigentlich nur Teufelskräfte. Glaubt ihr, dass Ruffy irgendwann noch irgendwie von Chopper einen Rumble Ball mal so zum Fratzen kriegt für irgendeinen wichtigen Kampf? Ich glaube, Chopper gibt die ihm nicht, weil er nicht die genauen Auswirkungen weiß bei Ruffy, weil es könnte ja sein, dass es da komplett irgendwas anderes passiert und dass er sich auch nicht kontrollieren kann. Oder so ähnlich wie es halt bei Chopper war, weil er halt ein Arzt ist und er will halt niemanden gefährden, sowas in der Art. Aber wenn es wirklich brenzlig wird, könnte ich mir vorstellen, dass er auch Ruffy diese Rumble Balls gibt oder dass Ruffy die sich halt selber schnappt und versucht irgendwie seine Freunde zu retten. Weil ihr wisst ja hier, es gab ja einen erschütternden Moment für Ruffy, beziehungsweise was mit seiner Crew zu tun hat, und zwar als er halt jeden einzelnen verloren hat, beziehungsweise wo er gesagt hat, ich konnte nicht einretten, so eine ähnliche Situation. Wenn sowas passiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass er auch 10 auf einmal frisst und dann komplett ausrastet und sowas in der Art. Aber von Chopper haben wir, glaube ich, nicht genau erfahren, was diese Rumble Balls ganz genau bewirken, beziehungsweise ob das auch bei anderen Nutzern was passiert, denn es könnte ja sein, dass es nur bei Zoan-Nutzern irgendwas bringt und dass, wenn irgendein Zoan-Nutzer die isst, sozusagen, dass dann nur was passiert, dass bei den anderen ist es einfach nur so ein Bonbon oder sowas. Ich glaube, Chopper ist auf diesem Gebiet selber nicht so ganz erfahren und ja, mischt halt diese Gugeln zusammen und denkt sich halt nicht allzu viel dabei. Und deswegen würde er sie Ruffy so eher ungern anbieten. Zwar weiß sicherlich Ruffy von der Existenz von den Rumble Balls, wie sicherlich der Rest der Schrotbande, aber ich denke, ja, einfach so mal auszuprobieren und sehen, was daraus wird. Man hat auch gesehen, Franky beispielsweise, als er in der Haut von Chopper war, konnte das ja komplett nicht kontrollieren. Und falls es bei Ruffy beispielsweise so der Fall ist, dann wäre ein Experiment in dem Sinne eigentlich auch ziemlich Quatsch. Aber da muss ich jetzt mal ein bisschen noch gegensprechen. Ich glaube, Chopper kennt sich extrem gut aus mit dem, was er da zu sich nimmt. Ich meine, auch bei der CP9 wusste er ja schon, was passiert, wenn er 3 Rumble Balls frisst. Er hat hunderte verschiedene Formen quasi für sich entdeckt. Okay, hunderte jetzt nicht, aber er kennt sich halt sehr gut damit aus. Nun, das Ding ist, er hat halt nicht die Möglichkeiten, mal irgendwie die ganze Zeit Teufelsfruchtnutzer ranzuziehen und denen ein paar Rumble Balls zu geben. Aber wer die Möglichkeiten hat, sind die Weltregierung. Und ich glaube, jemand wie Vegapunk oder so, der experimentiert bestimmt auch damit rum, wie man Teufelskräfte verstärken kann. Und ich meine, wenn da so Leute wie Chopper auch einen enormen Fortschritt erlangt haben mit der Zeit, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Weltregierung auch sowas in der Art hat, um Teufelsfrüchte zu verstärken und da auch vielleicht ein bisschen mehr Auswirkungen hat, weil die halt viel mehr Testpersonen im Grunde haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass sowas nochmal eingeführt wird und die Marine das für sich nutzt, auch vielleicht bei ein paar Marinesoldaten, ähnlich wie es bei Kaido vielleicht mit der Armee ist oder sowas, also dass man dann einfach viele Leute mit Teufelsfrüchten hat und denen halt alle so Drogen gibt, so wie bei auf Fishman Island, ne, hier, jetzt ist mir der Name entfallen, what the fuck, Hordy Jones, genauso mit Medikamenten halt sich hochboosten und ich kann mir sowas gut bei der Weltregierung auch vorstellen, also ich glaube, sowas wie Rumble Balls wird es nicht nur einmal geben, also ich glaube nicht, dass Chopper der Einzige ist, der irgendwie seine Teufelskraft noch künstlich verstärken kann. Jo, sehe ich auf jeden Fall ähnlich, aber ich muss einfach sagen, ich denke nicht, dass Ruffy die irgendwann probieren wird, weil okay, was heißt probieren? Vielleicht wird er die irgendwann mal so probieren als Comedy-Element, weil wir müssen immer noch im Kopf behalten, One Piece ist ein Comedy-Manga, wir können das abstreiten, aber es ist so, wie dem auch sei, ich
kann mir vorstellen, dass er die einmal probiert, aber nicht öfter nimmt oder in einem ganz krassen Moment nimmt, wo er seine Crew beschützen muss oder so, weil Ruffy hat an sich schon diese Form G2, G3, G4, was weiß ich, was noch kommen wird. Und ich finde einfach, als Fan ist es so krass eingefleischt, dass Ruffy wirklich diese Form hat. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Ruffy da Kung-Fu-Ruffy wird, Riesen-Ruffy wird und so. Also ich möchte das persönlich selber einfach gar nicht. Und ich denke auch nicht, dass es kommen wird, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, das ist dieser Punkt meiner Aussage. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Oda das so macht, dass Ruffy dann auf einmal 1000 Formen da bekommt. Und deswegen denke ich, er könnte es vielleicht mal probieren, aber ich denke nicht, dass das dann auf Dauer sein wird oder in einem krassen Moment passieren wird. Ja, denke ich nämlich eigentlich auch, aber es wäre eigentlich mal cool, so wenn er so aus, wie Malik vorhin gesagt hat, so aus letzter Lösung das noch so probiert. So, dann kommen wir zum Buch der Teufelsfrüchte, weil wir sind schon wieder über 51 Minuten. Ist ja eigentlich Sinn der Sache hier beim Podcast, aber dennoch haben wir noch ein paar Themen, so zwei, drei Themen, die schnell noch abarbeiten wollen. Und zwar Buch der Teufelsfrüchte. Wer ist der Autor? Also ich denke, es ist Vegapunk. Ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Naja, kann ja okay sein. Ja, okay. 100%ig würde ich okay sagen. Alles so, ja, okay. Nee, du. Ja, okay. Ja, dann müssen wir das noch ausdiskutieren. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist Vegapunk und ich glaube, es gibt nicht zu viele Kopien, aber ich denke so vielleicht 10 Stück im Umlauf, weil wir wissen, Blackbeard hatte eins, auf jeden Fall eine Kopie vom Buch der Teufelsfrüchte, wie auch Sanji, beziehungsweise die Windsmokes hatten das ja auch, als also ich weiß nicht, wie viele die davon hatten, vielleicht war das auch nur die eine Kopie, ich glaube aber nicht, dass es so wie die Bibel so Milliarden mal kopiert wird und einfach in Umlauf ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein, weil Sanji hat es auch so ein bisschen betitelt, dass es so ein bisschen, ja, ich hatte mal ich hatte es mal in der Hand, so dieses Buch, dieses bla, also ist anscheinend nicht so weit verbreitet, aber ich denke, dass Vegapunk der Autor ist. Ja, Vegapunk ist auf jeden Fall in den letzten Wochen ziemlich krass hochgestiegen. Du hast ja auch letztens ein Video gemacht, dass er die ganzen Rassen erfunden hat oder erschaffen hat, sag ich mal. Es ist halt so, je nachdem, wie man das sieht, wie man denkt, wie Oda Vegapunk einbauen wird, als übelst genialen Wissenschaftler oder als quasi Gott, sag ich mal. Trotzdem denke ich, dass dieses Teufelsfruchtbuch ganz weit zurückgeht und deswegen halt nicht von Vegapunk geschrieben werden konnte, außer natürlich, er ist sehr, sehr alt, aber ich denke, Vegapunk hat nichts mit diesem Buch, also mit dem Schreiben an sich zu tun, sondern hat das später bekommen und hat dann da dann weiter geforscht, aber ich denke nicht, dass er es geschrieben hat. Was du auch gesagt hast, dass es mehrere Kopien gibt, ist auch ein ganz guter Punkt, weil wir wissen natürlich von einigen Charakteren, Sanji, Blackbeard, dass sie Erfahrung mit diesem Buch gehabt haben. Klar könnte man sagen, das ist sehr zeitversetzt gewesen, deswegen, wie gesagt, gab es halt verschiedene Bücher oder mehrere Bücher, aber wenn Sanji wirklich dieses Buch noch bei den Windsmokes gelesen hat, stelle ich mir A, die Frage, wieso haben die Windsmokes dieses Buch nicht kopiert oder haben die das kopiert, und B, wieso die das halt weggegeben haben, wieso Blackbeard das dann lesen konnte oder vielleicht hatte Blackbeard das vorher, je nachdem, ist es halt sehr schwer, aber ich weiß nicht, es ist halt so das Ding, wenn mehrere Kopien wirklich im Umlauf wären, denke ich mir immer so, dass es doch bestimmt irgendeinen geben wird, der das dann weiter vervielfältigt, dass es mehrere Leute gibt, die dieses Buch wirklich hatten. Aber ja, muss man gucken, vielleicht ist sogar an diesem Buch an sich noch was Magisches dran. Also ich schließe mich, Raffi, in den Aspekt an, dass ich auf jeden Fall denke, dass dieses Buch verdammt alt ist. Und ich meine, wer sagt denn überhaupt, dass dieses Buch von einer einzigen Person geschrieben werden sein muss? So? Und ich glaube, dieses Buch muss auch über Jahre entstanden sein, weil da steht halt einfach von so gut wie jeder Teufelsfrucht oder von jeder Teufelsfrucht eine genaue Beschreibung. Blackbeard wusste ja auch schon, wie mächtig die Finsternisfrucht ist, und scheinbar wusste er auch, was er damit anstellen kann. Und ich meine, stellt euch mal eine einzelne Person vor, die eine normale Lebenszeit hat, also so 70, 80 Jahre oder sowas. Wie hat der es geschafft, von jeder Teufelsfrucht jede Information zu bekommen? Und ich glaube, das spielt damit rein, dass es in der Vergangenheit halt so war, dass alle Teufelsfrüchte an einem Ort waren und es vielleicht wie im Birka-Königreich oder so ein paar Leute gab, die halt ausgewählt wurden, und die haben halt Teufelsfrüchte für sich genutzt, und einer hat dann halt mit allen zusammen halt geschaut, welche Kräfte die haben oder sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer rumgereist ist und einfach mal jede Teufelsfrucht perfekt analysieren konnte. Also ich glaube, da gab es mehrere Autoren und auch mehrere Beteiligte, und ich glaube, da ist da auch der Schritt viel, viel weiter in der Vergangenheit, also noch weit vor Gold Roger und so. Ich denke, das ist ähnlich so, und zwar, dass auch so nicht nur von einer Person verfasst wurde, sondern dass so eine Art Generationsprojekt ist von möglicherweise so einer speziellen Familie, sei es auch sogar vielleicht Vegapunks Familie, die halt so halt seit Generationen hinweg die ganze Zeit die Teufelsfrüchte studiert und sie halt in einem so einem kleinen Buch verfasst und dort möglicherweise immer noch dran geschrieben wird, weil ja, das Erwachen, das kann ja halt nicht jeder, und sicherlich gibt es noch 1000 Teufelskraftnutzer, die Teufelskraftnutzer, die halt vor ihrem Erwachen überhaupt so gar nicht mehr leben konnten.
Ja, das Ding ist, Vegapunk, also es wurde gesagt, wo das erste Mal Vegapunk erwähnt wurde von Corby und Helmeppo, und das war ja da, wo er mit Ruffy geredet hat, das erste Mal nach Water 7, beziehungsweise nach Enies Lobby. Ich habe mir das letzte nochmal angeguckt und da meinte Corby zu Ruffy, dass, ja, erstmal Ruffy hat gefragt, ja, wie seid ihr durch den Carmbelt gekommen und sowas, da haben die gesagt, Thema Seestein und sowas, dass er mit Seestein halt Forschungen betreibt und sowas, und dass Vegapunk auch über jede Teufelsfrucht Bescheid weiß. Also deswegen ist auch der Punkt so, dass ich glaube, dass er das Buch geschrieben hat oder sowas. Also das ist ein bisschen komisch, dass er irgendwie über die Früchte Bescheid weiß oder weiß, welche Kräfte man hat, nur wenn er die Frucht hört oder irgendwie so wurde es genannt. Ja, auf jeden Fall deswegen, wir werden sehen. Ich hoffe, Vegapunk wird noch jetzt in den nächsten Chaptern, vielleicht, wenn es um die Windsmugs wird, er noch ein, zweimal erwähnt, da bin ich schon glücklich. Letztens sind wir ja schon alle durchgedreht, wo nur einmal der kleine Name gefallen ist von Vegapunk, und deswegen hoffe ich, dass da noch was kommt. So, dann haben wir gerade schon, habe ich gerade schon Seestein angesprochen. Das ist ja auch so ein Thema, Teufelskräfte. Das ist ja das Gegenstück der Teufelskräfte eigentlich, Seestein. Also, man weiß ja gar nicht richtig, was es ist. Man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass es Gestein ja aus der See ist und dass deswegen die Teufelsfruchtnutzer ihre Kräfte verlieren, weil sie auch gegen, ja, gegen das Wasser, gegen die See ja eigentlich auch, ja, immun sind, was glaube ich, immun, dass sie einfach ihre Kräfte verlieren, und deswegen macht es einfach Sinn, dass es Gestein aus der Tiefsee ist, aber was genau das ist oder ob es vielleicht noch ein viel tieferer Grund ist als irgendwie jetzt nur, ja, ein ganz tiefer Stein ausgegraben aus dem Meeresboden, ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es was damit zu tun hat, und zwar als Pirat ist halt der größte Gegner von jemandem, dass man halt nicht schwimmen kann, beziehungsweise dass man in Wasser einfach komplett schwach ist. Das ist so das komplette Gegenstück von einem Piraten sozusagen, und deswegen passt das Ganze rein. Ich glaube, das wurde auch bewusst von dem Erschaffer in Anführungszeichen der Teufelsfrüchte so gemacht. Aber wie die ganzen Teufelsfrüchte in den Umlauf gekommen sind, wie das Ganze sich entwickelt hat, wie das mit dem Buch sich entwickelt hat, sind halt so viele Fragen noch offen. Und allein das mit dem Buch noch ganz kurz, es muss ja über Generationen hin weitergeschrieben werden oder jemand, der das erfunden hat. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass es halt eine Person ist, die lang leben kann, beziehungsweise lang gelebt hat, und dann kann es ja verschiedene Versionen davon geben. Und ja, also jetzt mal zu den Seesteinen. Also ich denke nicht, dass das einfach so Gestein aus der See ist, beziehungsweise aus dem Meer, weil ich glaube kaum, dass jetzt einfach einer von Meeresgrund so einen Stein nimmt und gegen Teufelsfruchtnutzer hält und der einfach mal so umkippt. Ich glaube eher, dass es ein gewisses Material ist, weil normales Gestein lässt sich auch nicht biegen, und wir wissen ja auch, es gibt ja Seesteinhandschellen und so ein Kram, und deswegen denke ich, dass es ein ganz seltenes Material ist, was es in der Tiefsee gibt und was halt wirklich in der Tiefsee ist und was auch schwierig zu erreichen ist ohne U-Boote oder so ein Kram, und dementsprechend glaube ich, dass dann nur wenig Leute die Möglichkeit haben, ja, da ranzukommen. Und dieses Material lässt sich halt verformen und zu Seesteinhandschellen machen und sowas. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es einfach nur Gestein ist. Also ich glaube, das hat einen ganz speziellen Hintergrund. Ich persönlich denke, das Gestein ist eine Art Legierung, weil uns ein Bestandteil davon preisgegeben wurde. Und zwar hat es dieses Salz vom Knock-Up-Stream in sich. Also der Knock-Up-Stream entsteht ja anscheinend durch Kontakt mit so einem gewissen Salz. Und ja, so scheint es auch der Hintergrund vom Seestein zu sein. Ja, Leute, so, ich gucke gerade mal auf den Zeiger hier. Wir haben jetzt fast eine Stunde über Teufelsfrüchte, Teufelskräfte geredet. Und ich finde, erstmal jetzt nochmal als allerletzte Frage, um den Podcast zu beenden, ein bisschen auf den Boden zu kommen, frage ich jetzt mal in die Runde, was für eine Teufelsfrucht oder was für eine Teufelskraft hättet ihr gerne? Ich würde sagen, wenn ich in der One-Piece-Welt wäre, hätte ich so gerne, wer hat gedacht, die Feuerfrucht von Sabo bzw. Ace, weil da das Kämpfen einfach ultra geil wäre und ich liebe Feuer. Und in der realen Welt würde ich sagen, die Frucht von Buggy. So ein bisschen chillen, so irgendwas aus der Ferne nehmen oder sowas in der Art, ist immer ganz cool. Ja, bei mir ist es, ich habe es schon tausendmal erwähnt, Shikis Frucht, glaube ich, hier in der echten Welt, weil Fliegen ist einfach für mich das Geilste. Und in der One Piece Welt würde ich natürlich die Beam-Frucht nehmen, was denn sonst, und ja. Stimmt, Alter, die Frucht von Shiki wäre schon geil. In der One Piece Welt auf jeden Fall Lost Frucht, also die Operationsfrucht, die finde ich einfach am genialsten. Und in der richtigen Welt wäre die Unsichtbarkeitsfrucht, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Ich weiß auch warum. Also in der One Piece Welt würde ich auf jeden Fall safe die Frucht von Kizaru nehmen, also die Funkelfrucht, weil die Frucht halt einfach übertrieben overpowered ist und ja, damit wäre man auf jeden Fall schon mal safe. In der realen Welt würde ich allerdings, da würde ich die Frucht von Lore nehmen, weil da kannst du halt einfach Gott spielen. Alle töten. Ja, du kannst halt einfach Gott spielen. So, ich meine, wozu muss ich mich unsichtbar machen, wenn ich die auch einfach kontrollieren kann in meinem Room? So, von daher. Ja, will ich das, denke ich, mal so entscheiden. Ja, ich würde in der One Piece Welt ebenfalls die Feuerfrucht nehmen, weil, naja, Ace, ne, ist geil. In der echten Welt, ja, ich glaube, da wäre ich mit der Funkelfrucht zufrieden oder halt mit der Dor-Kraft, weil sie schließt ja auch irgendwie so das Unsichtbarkeitsteil mit ein. Wäre ich mit der Funkelfrucht zufrieden, als ob das zufrieden? So eine richtige, ja, so pff, die Gum-Gum-Frucht, nee, du, Alter, das nehme ich nicht. Aber die Birnenfrucht wäre auch nicht schlecht, nicht? So zum Traubenmenschen werden. Ja, ne? So, pass auf. So, jetzt mache ich hier den Sack mal zu. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Leute, dass ihr eine Stunde, also wer bis jetzt zugehört hat, schreibt mal ein Herz in den Chat bitte. Und ansonsten sage ich jetzt ciao und tschüss und ich lasse die letzten Worte meinen Gästen natürlich. Yep, yep. Take the shot, don't